Was haben wir denn noch alles Feines hier? Noch mehr Fallen? Hoffentlich nicht. Oh, na gut, da kann man jetzt auch nichts gegen machen. So, ja. Hier sieht man es wieder. Es ist immer so ein bisschen bei den Treppen, habe ich das Gefühl. Bei der Ausleuchtung. Wo gibt es denn hier nochmal ein paar Gegner? Links geht es nicht weiter. Ich denke mal, hier gibt es weiter wegen diesen dämlichen Fackelnischen. Und es wäre doch eigentlich besser, die Fackelnischen nicht außerhalb zu setzen, sondern innerhalb, damit sie noch ein bisschen die Breite ausleuchten. Damit die nicht nur hier so nach draußen gehen, weil du kannst gerade so weit oder so, hast du, oder hat man gewisse Ausleuchten. Okay, das ist jetzt genau in einer Linie mit hier. Das Einzige, was nicht beleuchtet ist, ist das. Aber, na gut. Vielleicht ist es auch günstig. Da läuft nicht jeder gegen diese Fackeln, wenn er hier rumrennt. Der oberste Balkon. Das ist ja eine riesen... Weil ich gedacht, ja, rennst du mal schnell durch. Und was ist, nicht ist. Mit schnell und simpel und einfach. Die gibt's... Gott, da ist Tower jetzt auch noch. Wie viele... Was? Wir waren im Nord Tower. Wir waren im West Tower. Jetzt sind wir... bei Bergmanns Kleidung, Lösegeld, Sarek, hatte ich schon mal. Die gehen von einem Tower zum nächsten. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für eine Gegend hier ist. Ist die um den Berg rum gemacht, diese... Also, Hallo. Schneebuckel, wer seid ihr? Und was macht ihr in meinem Turm? Zur Seite, Weib. Ich bin wegen Fiola hier. Fiola? Woher kennt ihr diesen Namen? Ihr Mann hat mich geschickt. Wo ist Christa? Sie? Christa? Er ist hier? Moment mal, ich gehe mal davon aus, dass das Fiola ist. Der Idiot ist mein Ehemann. Ich bin Fiola, oder war es früher einmal. Versteht ihr denn nicht? Ich habe den alten Sack verlassen, bin nach Himmelsrand heimgekehrt und habe dieses räuberische Lumpenpack gefunden. Hat nicht lange gedauert, bis ich den Haufen auf Trab gebracht hatte. Jetzt will jede arbeitslose Klinge von hier bis Winterhelm bei mir anheuern, um auch ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Interessant. Und was für eine Geschichte. Und sie ist noch nicht zu Ende. Ich sterbe lieber, bevor ich zurückkehre. Oh, ja. Gibt es keine Möglichkeit, euch auf friedliche Wege zum Mitkommen zu bewegen? Okay, was soll ich Christa sagen? Ich weiß nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass der alte Sack mir so weit folgen würde. Werdet ihn einfach los. Aber bringt ihn nicht um. Ich hasse den Kerl nicht. Ich will lediglich, dass er auf seinen Bauernhof zurückkehrt und mich vergisst. Ah, okay. Das führt doch zu nichts. Ich sollte euch... Ach, nee, das brauche ich nicht. Ich werde versuchen, ihn zum Gehen zu bewegen. Huh? The fuck? Hier, nehmt meinen Ehering. Nur Stone weiß, weshalb ich ihn so lange behalten habe. Er wird ihn wiedererkennen. Erzählt ihm irgendetwas, das ihn zur Abreise bewegt. Der Ring ist wertvoll. Behaltet ihn als Dank dafür, dass ihr mich von den letzten Fesseln eines unerwünschten Schicksals befreit habt. Okay. Und die Tatsache, dass die hier einen auf Bandit macht und die ganze Zeit die Leute terrorisiert, lassen wir mal ganz außen vor, ne? Aber naja. Wir sind ja hier der Held vom Erdbeerfeld. So, was sind... was ist denn Halgards Erzählung? Wollte ich jetzt? Ich wollte eigentlich diese Kommode hier. Wohin ziele ich? So. Ah, nee, wirklich. Sagen wir eine Kräftung, noch ein Schlaggegs haben wir. Deswegen doch ganz nette Sachen dabei. Ich hatte nicht damit gerechnet, euch wiederzusehen. Was ist aus meinem geliebten Gatten geworden? Noch nicht um ihn gekümmert. Dann vergeudet nicht meine Zeit. Ach, nee. Na gut, dann schauen wir einfach mal. Hoffentlich kann ich hier relativ schnell wieder nach oben. Das Blöde ist, ich muss hier wirklich jedes Mal im Kreis rumlaufen. Wo ist denn der jetzt? So, Wind und Sand. Nee. Kehre zu Christa zurück, wo ist er denn? Gut, Nebelwacht. Schnellreis. Jetzt dürfte man theoretisch wieder auf den Anfang kommen. Aber wenn ich bin da reingelaufen und dann... The fuck, wo bin ich? Hä? Das ist alles nur nicht Nebelwacht. Oder? Oder doch? Na gut, dann doch. So, gut, da ist er. Komme ich jetzt wieder hier hoch? Ich muss irgendwo die Treppe. Hier war die Treppe. Komm schon. Ach, Mann, ey. Der.
Ärmste. So, wo ist er? Da. Welche Neuigkeiten? So, sie ist tot, aber ich habe das hier gefunden. Ich habe diesen Ring gefunden, aber kein Lebenszeichen von ihr. Ihr Ehering? Dann gibt es noch Hoffnung. Sie war hier. Ich muss weiter, wenn ich sie finden will. Bitte nehmt die Münzen, die ich euch versprochen hatte. Möge Stenda euch segnen. So, auf eine mehr oder weniger... Hätte vielleicht eher sagen sollen, dass der gestorben ist, aber... Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Was ist denn jetzt los? Die weiß schon, dass ich hier ein bisschen... Oh, ihr seid es. Habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr ganz alleine damit klarkommt. Seid ihr Christa losgeworden? Ja, er wird euch nicht mehr belästigen. Wie habt... Nein, vergesst es. Ich will es gar nicht wissen. Ich bin den kleinen Mann los, das ist alles, was zählt. Ich stehe in eurer Schuld und ich werde sie begleichen. Mhm. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Doch für heute lebt wohl. Und vielen Dank. Hi. Bleibt mir mit dieser Magie bloß vom Leib. Ja, dies ist nicht mehr die tödlichste Magie aller Zeiten. Dummerweise, naja, fehlen mir noch ein klein wenig die Pops dazu. Und ab in den Innenhof. Ob man demnächst irgendwie sowas wie Banditen anführen wird, das wäre schon schön. Na gut, wo müssen wir denn mal als nächstes hin? Wo ist denn die Energiequelle, die ich holen wollte? Energiequelle von hier. Ist es die? Drudenschanze? Energiequelle von Raggenwald. Na genau, die ist es. Ja, wie komme ich jetzt dahin? Und wieso um alles in der Welt hat sich die Kamera wieder gedreht? Ich will nicht, dass es die Kamera dreht, Mann. Also ein Bullshit. Abbruch. Rechtsklick war es. So. Weil sonst komme ich total durcheinander hier. Oh mein Gott, man muss wirklich die Kamera drehen, damit es manchmal klappt. Egal. So, wie komme ich da jetzt hin? Wir haben jetzt von 4 Schädeln bis zur Blindklippenhöhle. Ja, da werden wir jetzt wirklich mal den ganzen Weg hier gehen müssen, damit wir das Ganze können. Holf dir das Schild für Igmund. Gott. Hoffentlich ist er draußen. Nur wenige Geschöpfe kommen den Echsenraben an Gerissenheit, Verdorbenheit und Widerwärtigkeit gleich. Als schreckliche Mischung aus Frau und Vogel nehmen sie sich mit Gewalt, was ihnen durch List und Tücke verwehrt bleibt. Ja, wundervoll. Warum haben die sich ausgerechnet diese Kombination geholt? Die hätten, keine Ahnung, oh, kein Einhorn oder so. Na gut, Todeshunde werden von Vampiren als Wächter eingesetzt. Ihre Herkunft ist unbekannt, doch ihr Biss ist so kalt wie das Grab. Ja, wunderbar. Alte Ausgabe, schaue nach Schmieden und Schleifstein. Mit ihrer Hilfe kannst du neue Waffen und Rüstungsteile herstellen und verbessern, was du bereits besitzt. Oder verbessern. Na okay, was man... Ja, was man dann herstellt. Egal. Selber raus. Nach Westen musste ich. Wolf! Wolf! Ihr hättet nie herkommen sollen. Ist das aber eine Überraschung. Sieh mal an. Noch ein Banditen. Ach du Scheiße, der macht ja Lärm. Das ist nicht. Ihr habt euch eine... Na, da schau an. Wir haben hier wohl einen Helden. Egal, die machen das. Nochmal. Sind neue Sachen in der Truhe? Yep. Das waren doch noch Zeiten. Als man hier noch ein paar Bücher gefunden hat und Magier-Quest gemacht hat. Oh, das war schön. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Ähnlicher Zeitpunkt, glaube ich. So lang ist's her. Oh Gott, wie komme ich jetzt hier runter? Gut, ach, ich hab noch. Ich wundere mich immer, wie ich das machen soll. Ich kenne auch die Antwort. Sag mal, ist es denn so schwierig, einfach mal den Charakter von A nach B zu bewegen? Anstatt jedes Mal neu laden zu müssen. Na gut, wo ist es denn, das gute Flairlight? Hier. Kleines Höhlileinchen. Zeit, dich bis zum geht nicht mehr zu erkunden. Also, es gibt stets menschliche Diener in Burg Volkia. Ja, aber dummerweise bin ich jetzt kein Vampir mehr. Wieso auch?
Am Anfang dachte ich mir, vielleicht lässt sich da noch irgendwas machen, aber das Problem ist halt wirklich das Blutproblem. Ab einem gewissen Punkt mögen einen die Leute nicht mehr. Und gerade da ist der Hase begraben, oder Hund begraben. Da liegt der Hund begraben. So sagt man es ja. Ist da jemand? Gut. Jemand unter dem Speer der Abgeschworenen. Oh Gott. Warum muss es jedes Mal so ein Abgeschworener? Ich glaube, ich weiß, wo das dann nochmal eskaliert hier. Irgendwas wird gleich anbrennen, habe ich das Gefühl. Was haben wir denn hier? Nicht. Okay, wo ist jetzt... Das ist eine ganz schön interessante Höhle hier. Respekt. Was? Alle Lebenden sollen die Toten fürchten. Ja, und vor allen Dingen diese beiden Toten, denn die kommen A, immer wieder, und B, das ist ja auch ziemlich mies. So eine Art Kreatur, jedes Mal, wenn sie getötet wurde. Ich bin ja in der Höhle, aber trotzdem ist dieses Dings nicht an. Das ist nicht okay. Brandschatzer. Brandpfeile werden doch mal was ganz Fettes. Na gut. Gibt es ja eigentlich noch Sachen zum Mitnehmen? Ich glaube nicht. Oh, das war der falsche Zauber. Moment mal, hier muss doch irgendwo... Wo ist es? Light. Starlight, okay, ist klar. Oh, das brauche ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich aktive Effekte haben. Und zwar Starlight, Toggle, aktiv. Na, klasse. Ich bin indoors, aber irgendwie ist es nicht an. Oh, ist das komisch. Na gut, dann müssen wir halt Flarelight wieder anmachen. Was ist los? Ja, na, in dem Moment, in dem ich hier auf Magie und Flarelight Änderungen gespielt habe, was denn? Du kannst nicht rasten, wenn Feinde in der Gegend sind. Ab Moment, 7 ist es gewesen. Entweder geht das Licht immer von 8 bis 8 oder wirklich immer von 7 erst los. Ist da jemand? Möglich ist es ja. Sieh mal an, die Gegner. Kommt man denn hier oben noch irgendwo hin? Dieser Turm, was ist denn hier bloß passiert? Die Flüchtlinge, habe ich auch schon mal gelesen. Ah, oh, das ist eine Truhe. Wenn hier alles so kreuz und quer verzogen ist, dann weiß man gar nicht, wie rum man jetzt die ganzen Gegenstände öffnen muss oder so. Okay, hier muss man sich schon... So, okay, jetzt ist sie draußen. Jetzt können wir sie noch machen. Aufpassen. Wow, muss ich schon ein bisschen aufpassen. Wuhu. Oh Gott, oh Gott. Oh, die tut weh. Brutal. Aber gut. Mit einem gewissen Durchstoß in den Rücken, durch die Rippen, am Herz vorbei, in die Leber, durch die Nieren und am Arsch nach draußen, schafft man das natürlich. Er schießt auf mich. Ach du. Komm ich bitte da hoch. Ei, geil, hier sind sogar noch Holzplanken. Okay, also diese Welt, die fetzt mir irgendwie. Hat. Echt krass, ey. Wow. Ah, okay, dann muss ich wahrscheinlich erstmal hier hochgehen. Das sieht aus wie... Oh. Moment. Wenn ich da rauskomme, komme ich wahrscheinlich... Ja, man läuft jetzt wahrscheinlich im Kreis. Gut. Also käme ich nicht zu der anderen Person, die mich noch angegriffen hat. Ich glaube, ja, das dürfte schon irgendwie so hinhauen. Setzt ein Drache seinen Feuer- oder Frostatem ein, spricht er Worte. In einer alten, mächtigen Sprache. Ein Kampf zwischen zwei Drachen ist im Grunde nichts anderes als ein kleines Konversationschen. Die Frage ist, was hat deine Mutter, wenn man das jetzt einfach mal so in Drachensprache sagen würde, als Effekt? Und wieso, meines in der Welt, bin ich jetzt schon wieder im selben Raum rausgekommen, in dem ich vorhin... auch lang gelaufen bin. Äußerst mysteriös. Was macht eine Begräbnisurne hier unten? Da mag jemand wirklich die Urne. Das gibt's einfach nicht. Falls die Gegner zu stark wären, einfach mal zack. Die beiden Bodyguards reinhauen. Bodyguard. Das ist ein herrlicher Name. Bodyguard. Nur um alles in der Welt bin ich. Alter. Es ist gerade irgendein Vogel an meinem
Fenster vorbeigeflogen und der Schatten, der hat mich jetzt ganz schön irritiert. Na gut, wir gehen jetzt einfach mal hier nach oben. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Was ist denn jetzt los? Ah, okay, na dann. Lassen wir die Hebel mal lieber oben. Dann werden die einen loben. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Das ist die von vorhin, glaube ich. Alter, kann ich mal treffen jetzt? Oh shit, das war so. Das so. Oh. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ha, ha, hat geklappt. Also, zum, geklappt im Sinne von, ich bin nicht gestorben dabei, sagen wir mal so. Ah, nochmal fett. Ich bin immer noch unsichtbar. Oh ja, das müsste man nutzen. Die paar Sekunden. Die hört mich zwar, aber die sieht mich zum Glück nicht. Das heißt... Oh. Oh, irgendwie spackt sie rum, dadurch, dass ich mich direkt hinter die gezaubert habe. Selbst. Irgendwo im Nirgendwo versunken. Das ist auch ein sehr interessanter Zauber, der den Gegner dann einfach permanent paralysiert. Was ist das denn? Abgeschworenen Stab. Nehmt den einfach mal mit, mal gucken, was der bringt. Das ist auch ziemlich fett, wenn man da einfach reinguckt. Dann hat mir noch so einen schönen Kameralinseneffekt, was eigentlich... Das normale Auge nimmt das ja nicht wahr, diese Linseneffekte. Und eigentlich sind sie ein bisschen fehl am Platz. Schön wäre, wenn man die noch... Man kann sie, glaube ich, auch deaktivieren direkt. Aber egal, ich werde jetzt auch mal kurz diesen Stab anschauen, den man... Moment mal, das war das Falsche. Abgeschworenen Stab, was kann denn der? Flammenmeer, das 14 Schadenspunkte pro Sekunde verursacht. Brennende Zähler leiden zu den Schaden. Nö, kein Verkauf. Solange ihr noch könnt. Gut, alles tot. Yep, der ist Matsch. Oh, können wir denn daraus mehr weitergehen? Control Radak. Was ist so Radak? Ach, das ist Radak. Das kenne ich doch. Die Beschwörung hatte ich nämlich schon mal. Radak fetzt. Der macht nämlich alles mit seinen komischen Schocksobst kaputt. Hoi. Oh, okay. Oh, nee. Wie komme ich jetzt bitte da rein? Guck mal vielleicht. Yep, man muss durch die Bastei, dann eins weiter hoch und dann wieder nach oben. Ah, diese dämlichen Hebel, die irgendwelche Gitter wieder zumachen bringen. Oh, das ist doch unmöglich jedes Mal. Ich komme, der Tod. Personifiziert. Ei. Eine Hexenrebin. Wollen wir die mal freilassen? Ja, freundlicher Bissen. Lasst uns hinaufgehen und passt unterwegs auf Melka auf. Oh. Drückt auf die mittlere Taste. Ein schlauer Trick, nicht wahr? Niemand denkt an die Mitte. ja, offensichtlich, ne? Also die Hexenrebeln, die ist... Oder Hexen... Ist, sind ja immer die... Ja, sind ja immer... Vorsicht hier, da gibt es einen Trick. Der Trick besteht darin, nicht zu verbluten. Okay, der Trick besteht darin, nicht zu verbluten. Also schon mal ziemlich fett. Ein Hebel. Und da gehen wir einfach weiter. Huh. Mal gucken wir einfach mal, wo wir hier lang gehen. Ei. Das ist ja cool. Ey, das ist doch mal eine schöne Quest. Endlich mal jemand freundliches. Die zweite freundliche Hexenrebin, die ich besitze. Okay. Die andere hat wahrscheinlich rumgepackt, aber. Jetzt. Der Trick besteht darin, nicht zu verbluten. Ah, nee. In gewisser Weise schon offensichtlich, aber blöd. Ey, wirklich. Genial. Hier geht's auch weiter, habe ich das Gefühl. Wie kommt man denn da hin? Egal, schauen wir einfach mal weiter. Ah, mein Stübchen. Kein schönerer Ort, um Augen zu kochen. Nein. Okay. Jetzt die Frage, was für Augen?
Ja, wir nehmen uns trotzdem einfach mal alles mit, was geht. Sieht aus, als ob es hier vorne weitergehen könnte, aber na gut. Hier gibt es auch nichts. Was macht denn die? Oder was ist denn dieses Klacken? Was ist das? Eine Eisentür. Okay, reden kann ich mit der leider nicht, was echt sehr schade ist. Hallo. Ist da jemand? Und tschüss. Einer weniger. Wollen die mich verarschen? Haha, Maximalstufe. Fett. Oder? So, Gesundheit. Gut. Ja, also ich habe so das Gefühl, wir könnten da Weg doch noch ein bisschen leveln. Weil erstens mal habe ich das und ich habe Schleichen noch nicht ganz auf 100. Schon muss sowieso noch ein bisschen verbessert werden. So, wo hauen wir denn mal am besten das Talent-Dingeling rein, was ich hier habe?